Am 20. April war es dann soweit. Battlegrounds erhielt seinen ersten großen Monatspatch und wir sind natürlich gespannt, ob sich die Warterei denn gelohnt hat. Ich bin SpoonPie und habe mir diesen Patch einen Tag vor Release genauer angeschaut, um euch jetzt die größten Neuerungen einmal zu zeigen. Die wichtigste Frage, die sich wahrscheinlich die meisten stellen, ist, wie läuft denn die Performance? Und ich kann alle beruhigen, die Performance ist definitiv besser geworden. Derzeit bekomme ich mit den Einstellungen, die ich euch in meinem Einsteigervideo gezeigt habe, ohne die Steam-Startparameter zwischen 70 und 90 FPS in Georgopol und Yasnaya. Und ich glaube, da kann man jetzt schon sagen, dass das auf jeden Fall eine extreme Verbesserung ist. Nur zum Vergleich, vorher hatte ich zwischen 20 und 40 FPS in den Städten. Und ja, für den ein oder anderen ist jetzt vielleicht ein Traum wahr geworden, denn wir bekommen ein Motorrad. Das Motorrad reiht sich damit nun als viertes Fahrzeug neben dem Buggy, Dacia und UAZ ein. Wer öfter Squad spielt, muss darauf achten, dass maximal 3 Leute mit dem Motorrad transportiert werden können. Doch sei gewarnt, wer sich zu sehr mit dem Motorrad verausgabt und über Kopf in der Luft schwebt, wird vom Motorrad fallen. Da kann es schnell gehen, dass der Tod dann einem in die Augen schaut. Auch bekannt, und so steht es auch in den offiziellen Patch Notes, die Reifen des Motorrads lassen sich derzeit nicht zerstören. Wird sich natürlich noch ändern. Der Dacia bekommt 3 neue Farben, Weiß, Gelb und Orange. Mit insgesamt 13 Schuss im Magazin kommt das neue Maschinengewehr Vector hinzu. Um euch das Spray-Pattern der Vector einmal zu zeigen, habe ich mit verschiedenen Feuermodi sowie aus der Hüfte und gezielter Hüfte einmal geschossen. Eine aktuelle Einschätzung, wie hilfreich die Vector dann im Kampf sein wird, kann ich jetzt noch nicht geben, da habe ich einfach viel zu wenig Zeit mit ihr verbracht. Auch geändert wurden die Laubeinstellungen. Wer das Ganze damals auf Low gestellt hatte, wird jetzt genauso viel Gras sehen wie jemand, der auf Ultra spielt. Die einzige merkbare Änderung bei Umstellung dieser Option betreffen die Bäume in der Ferne. Auch wenn man jetzt nicht mehr auf niedrigen Einstellungen weniger Gras sehen kann, wird das Gras dennoch nur auf gewisse Distanz gerendert. Heißt für uns also nicht im Gras sicher fühlen, wenn der Gegner ein bisschen weiter weg steht. Des Weiteren bekommt Battlegrounds auch noch ein neues Zweierscope. Dieses kann man auf Maschinenpistolen, Gewehre und Scharfschützengewehre setzen. Auch der Crossbow ist mit einem dicken Comeback wieder zurück und strahlt in neuer Pracht. Das wäre es dann mit den meiner Meinung nach wichtigsten und größten Patch Notes gewesen. Natürlich gibt es da noch etliche mehr, auf die man eingehen könnte. Die vollständige Liste habe ich euch daher einfach mal in der Beschreibung verlinkt. Bitte lasst doch einen Daumen da und schaut doch in meine anderen Videos für Einsteiger und Fortgeschrittene rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.